ist nicht alles Wichtige, alles Bedeutende schon einmal gesagt worden? Ist es nicht der größte Makel von uns Menschen, dass wir nie lernen, dass wir nie wissen, sondern dass wir uns ständig wiederholen und diese Wiederholung aber in einer Spirale endet, deren gewaltiges Ende mittlerweile absehbar ist? Was soll ich noch erzählen? Was soll ich reden, wenn ein Mahatma Gandhi, ein Martin Luther King, eine Rosa Luxemburg, eine Mutter Teresa, eine Ute Bock, ein Nelson Mandela, ein Rudi Dutschke, schon Größeres, Bedeutenderes vor mir sagten und es sich trotzdem fast ungehört von der Welt in die Ewigkeit verabschiedet hat. So ungehört, dass sich Politiker, Global Leader, unerhört ein vor Eitelkeit strotzendes Selfie gönnen, während ein Freiheitskämpfer, der sich jedes Jahr bis in die Ewigkeit einen Friedensnobelpreis verdient hätte, zu Grabe getragen wird. Barack Obama, der Selfie-Präsident, sagte, als ihm der Friedensnobelpreis am 10. Dezember 2009 verliehen wurde, ich kann verstehen, dass Krieg nicht populär ist. Aber ich weiß auch dieses. Die Überzeugung, dass Frieden erstrebenswert ist, reicht selten aus, um ihn auch zu verwirklichen. Frieden erfordert Opfer. Wo er den Friedensnobelpreis aufbewahrt, weiß ich nicht. Aber ich denke an den Dienstagen, wo er die Kill-Liste für seine Drohneneinsätze unterschreibt, ist er nicht in Sichtweise. An den Tagen, wo diese Drohnen dann Kinder, Frauen und Männer töten, wird er ihn wohl auch nicht ansehen. Nelson Mandela meinte, an einem gewöhnlichen Tag, vielleicht an einem Dienstag, ich bin Optimist. Ob das angeboren oder anerzogen ist, kann ich nicht sagen. Zum Optimistischsein gehört, das Gesicht der Sonne zuzuwenden und immer vorwärts zu gehen. Es gab viele dunkle Stunden, in denen mein Glauben an das Gute auf eine fürchterliche Probe gestellt wurde. Aber ich wollte und konnte mich nicht aufgeben. Dann hat man verloren und stirbt. Ich bin Optimist. Denn wäre ich es nicht, dann wäre ich nicht hier. Dann wäre ich zu Hause und ließe meine Verantwortung in der PlayStation verschwinden. Als ungedruckte Vollmacht für unsere Politik, Medien und Wirtschaft. Aber vor 3 Wochen habe ich gesprochen und gesagt, ich sehe sie nicht mehr, die Verantwortung. Ich spüre sie auch nicht mehr. Ich fühle mich im Stich gelassen und deshalb übernehme ich sie jetzt selber, die Verantwortung. Jetzt habe ich mich gerade selber zitiert, gleich nach Mandela. Das ist frech und ein bisschen eitel. Aber ich bin ein Mensch mit Fehlern. Und ich mag es, wenn andere Menschen durch mich lachen können. Vor 3 Wochen habe ich gesprochen. Das Video haben sich 20.000 Menschen angesehen und ich bezweifle, dass ich mit meinem Hang zum Müßiggang, mit meinem Hang zur Gemütlichkeit, mit meinem Beruf als Schauspieler je so viele Menschen in so kurzer Zeit erreicht hätte. Aber das ist mir egal. Das soll mir egal sein. Egal ist mir nicht, was mir seitdem passiert ist. Ich habe mich verändert. Innerhalb von 3 Wochen habe ich mich verändert. Gewaltig verändert, radikal verändert, obwohl ich immer noch der gleiche bin. Und ich möchte jetzt nicht mich wiedergeben, ich möchte eine Frau zitieren. Ich kenne ihren Namen nicht, sie hat auf der Mahnwache in Leipzig am 4. April gesprochen und diese Frau zitiere ich jetzt. Genauso wie ich Nelson Mandela zitiert habe, wie ich auch Barack Obama zitiert habe und wie ich auch mich zitiert habe. Vor 14 Tagen hatte ich noch ein ganz normales Leben. Ich bin mit den Hunden ausgegangen, habe meine Arbeit gemacht und habe mich über die Welt geärgert. Das hat sich geändert. Und zwar in 14 Tagen hat es sich geändert. Und ich sage euch was. Von diesem Tag an hat sich mein Blick geändert für die Welt. Seit diesem Tag lache ich Menschen wieder an. Seit diesem Tag sage ich, wir haben eine Chance. Weil wir verschiedene Punkte haben, die uns verbinden und die sind definitiv wichtig für jeden auf der Welt.
Und jetzt komme ich zu dem größten und wichtigsten Punkt hier. Und ich sage es 10-mal und 12-mal und 15-mal, weil es wird immer noch nicht verstanden und es wird immer noch nötig. Wir gehören keiner Partei an. Wir sind weder links noch sind wir rechts. Wir sind Menschen und so sind wir zusammengekommen. Und diese Frau, die bin auch ich. Mir ist alles passiert, was auch ihr passiert ist. Ich habe keine Hunde. Ich mag sie gar nicht mal besonders, die Hunde. Mir sind Katzen lieber. Aber ich kenne diese Frau trotzdem. Und jede Verleumdung, jede Beleidigung, jede Ablehnung, die mir in diesen 3 Wochen begegnet ist und die sind mir begegnet, seit ich das erste Mal gesprochen habe, sind diese Erkenntnis wert. Ich bin es wert. Wir Menschen sind es wert. Versteht ihr? Wir sind es wert, jeder für sich, jeder für uns. Und jeder ist es wert, dass wir für ihn hier stehen, als Gemeinschaft. Ich war vor ein paar Tagen in der Stadtbibliothek am Gürtel und bin mit dem Lift hochgefahren. Davor habe ich in der U-Bahn einen jungen Mann getroffen, der bei der Mahnwache Wien mitfilmte. Zufällig habe ich ihn getroffen. Ich habe euch gesagt, ich halte nicht viel von Esoterik. Ich glaube an das Leben. Ich habe ihn getroffen und diese Zufälle sind es doch, die uns das Leben so schmackhaft machen können. Dann bin ich mit dem Lift hochgefahren in die Stadtbibliothek. Im Lift war ein Mann mit afrikanischen Wurzeln. Etwas untersetzt, ein kleiner, sympathischer Kerl. Die Schultern hochgezogen, Blick zu Boden. Vor dem Lift stand ein kleines Kind, ein Mädchen. Der Mann wollte ihr die Türe aufhalten, aber das Mädchen hat lieber noch auf ihre Familie gewartet. Sie blickte ihn mit großen Augen an und ihre Mama rief von Weitem, wir sollen einfach losfahren. Dann fuhren wir hoch. Ich blickte ihn an und er mich. Und dann ist etwas passiert. Ich lächelte ihn an, ohne es bewusst zu wollen, und es war ehrlich. Und er lächelte. Und so wie er gelächelt hat, passiert es wohl sehr selten, dass er von einem weißen Österreicher angelächelt wird. In dem Lift waren noch 2 Menschen, darunter eine Österreicherin afrikanischer Abstammung. Und wisst ihr, was die dann gemacht hat? Die hat mich angebaggert. Nur weil ich einen Mann, der ihre Hautfarbe hatte, angelächelt habe. Und ich habe mich gefreut darüber. Aber ich frage mich auch, was läuft in unserer Gesellschaft falsch? Wenn eine Frau so beeindruckt ist von mir, bloß weil ich einen Menschen anlächle, der ihre Hautfarbe hat. Da stimmt doch etwas massiv nicht. Auch mit mir, denn es war das erste Mal, dass mir das bewusst wurde. Und ich wette, dass es mir nur deshalb bewusst werden konnte, weil ich mich hier engagiere für mehr Menschlichkeit. Denn das heißt Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Dann war ich in der Bibliothek und dort treffe ich einen jungen Mann, den ich auch von der Mahnwache kenne. Zufällig. Ich halte nicht viel von Esoterik. Aber ich glaube an das Leben.